Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stimmen der Wirtschaft, dem Podcast der SIHK zu Hagen. Mein Name ist Michael Dolny und ich bin heute hier Gast bei Christoph Demiris von der Firma Digital Recovery. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und mit Ihnen mal so ein bisschen über das Thema Sicherheit, Daten, Rettung, Datenschutz kommt da sicherlich auch drin vorzureden. Und ich glaube, Sie sind ja schon eine ganze Weile in diesem ganzen Bereich. Wie kriege ich Daten wiederhergestellt zugange? Ja. Aber vielleicht erzählen Sie mal kurz was zu sich oder Ihrer Firma. Was machen wir hier? Ja, das fängt bei klassischer Datenrettung an. Die klackernde Festplatte, die formatierte Festplatte, USB-Stick. Was ja auch bei einem Privatkunden mal passieren kann, das Drama, eine Familienfahrt hat alle Fotos der letzten 30 Jahre verloren, muss das irgendwie zu Hause verklickern. So, aber über Firmen, wo dann Server, virtuelle Maschinen verloren gehen, Datenbanken vom ERP-System korrupt gehen, geht nichts mehr. Auch noch eher klassische Datenrettung, und vor 2-3 Jahren ging es richtig rund bei uns, wo wir einen Durchbruch geschafft haben mit Ransomware, Entschlüsselung, Ransomware Recovery. Also wenn Hacker ein Unternehmen infiltrieren, alle Daten verschlüsseln und dann Lösegeld erpressen, dann hat man entweder ein gutes Backup, verhandelt mit Kriminellen, oder man kommt zu uns. Ich glaube, gerade dieses Thema Ransomware ist ja im Moment für mich so, wie ich das mitbekomme, so eine der aktuellen Seuchen sozusagen da draußen, wenn es ums Thema Cybersicherheit geht, ja häufig verbunden damit, dass irgendwelche gerne immer noch klassisch E-Mails angeklickt werden, wo dann irgendwelche Anhänge oder Links oder was auch immer dran sind und dahin führen, wo es besser nicht hinführen sollte, wo dann aus Unachtsamkeit oder irgendwie Neugierde oder eben aus Manipulation Dinge angeklickt werden, dann diese wie auch immer geartete Totenkopfmeldung kommt mit so einer Aufforderung, doch mal ein paar Bitcoins zu überweisen. Aber sind das immer noch so im Moment so die klassischen Situationen, oder gibt es da jetzt so in der Praxiserfahrung, was sind so die Situationen, wie kommt die Ransomware auf die Rechner drauf, oder wie läuft das so üblicherweise ab, so ein Vorfall? Also die Phishing-E-Mail ist auf jeden Fall noch ein Klassiker, um erste Zugriffe zu bekommen, und dann dringen die Hacker nach und nach weiter rein. Aber es ist auch, Sie haben das schon mal erwähnt im Vorgespräch, wenn es einen Zero-Day-Exploit gibt, also eine Schwachstelle, die bis zu dem Tag noch nicht gefunden war und ausgenutzt wird, das ist so wie, es steht in einem physischen Gebäude eine Tür auf, nur wusste das noch keiner, und jemand hat diese Tür entdeckt, und überall, wo diese Tür eingebaut ist, rennt er rein. Das erleben wir tatsächlich häufig. Und ja, schwache Passwort-Policy ist immer noch der Klassiker leider. Ja. Also dann stelle ich mir bildlich so vor, dann kommt halt so diese Meldung im schlimmsten Fall, so herzlichen Glückwunsch, bei Ihnen ist alles verschlüsselt, überweisen Sie x Bitcoins, und dann stehe ich da als Anwender, als Firma, weiß erstmal nicht mehr weiter, bin geschockt. Kommt man dann gleich auf Sie zu, rennen die Menschen zur Polizei, zu Ihrem Dienstleister, kommen die, wie ist so der übliche Weg? Oder? Das sind alles die üblichen Wege. Ja. Es gibt Unternehmen, die kommen direkt zu uns, andere, wenn sie einen IT-Dienstleister, ein Systemhaus haben, die gehen dorthin, fragen erstmal nach, und einige gehen zum LKA, BKA, BSI und landen dann auch irgendwann bei uns. Und wie wäre es aus Ihrer Sicht am besten, damit es auch möglichst gut, am besten wäre, wenn es gar nicht so weit kommt, da können wir vielleicht gleich noch kurz drauf eingehen, aber angenommen, jetzt ist es passiert, was mache ich denn dann im Falle eines Falles? Also angenommen, ich merke, okay, da ist was schiefgelaufen, da ist so eine Meldung, wie reagiere ich da am besten? Oder vielleicht auch im Umkehrschluss, gibt es so klassische Failures, was man dann halt besser nicht machen sollte, damit Ihnen das Leben oder den anderen Kollegen, die sich drum kümmern, nicht noch unnötig zusätzlich erschwert wird? Also das Wichtigste ist sofort Internetverbindung kappen, runterfahren, manchmal sogar nicht runterfahren, sondern einfach Stecker ziehen. Da gibt es gespaltene Meinungen zu. Ja, ich wollte gerade sagen, weil auch dieses nehme alles laufen lassen, damit ich noch irgendwie Forensik machen kann, höre ich auch immer wieder, oder? Ja, man, das
Also, okay, philosophische Frage, ich merke ja, schon. Da könnte ich mich jetzt hier unbeliebt machen, wenn ich sage, dass da, wenn ich wissen will, wie sind die reingekommen, dann lasse ich das vielleicht laufen. Wenn ich eine Datenrettung will und verhindern will, dass noch weiter was verschlüsselt wird, dann mache ich das Ding aus. Okay. Also es gab Fälle, ja, da konnte man dann im Arbeitsspeicher den Key auslesen. Aber wenn die ihren Job gut machen, dann verliert man mehr, wenn man es laufen lässt, als wenn man es dicht macht. Also gut. Aber es gibt keine Pause. Nein, nein, aber jetzt so für Normalfall, ich merke, oh, das läuft jetzt nicht so, wie es laufen sollte. Irgendwelche schlimmen Sachen passieren, mein Rechner entwickelt Eigenleben, dann im Zweifelfall alles rausziehen, erstmal was geht und erstmal. Das Internet. Also wenn da Mauszeiger sich bewegt und solche Sachen, dann Internet sofort kappen. Und das Problem ist ja, die können einen Automatismus aktivieren mit Zeitbombe quasi. Mhm. Auch wenn sie nicht mehr, wenn das Internet gekappt ist, kann es trotzdem sein, dass die da was aktiviert haben, dass beim nächsten Neustart alles erst verschlüsselt zum Beispiel. Insofern runterfahren und Profis dran lassen. Okay, also dann habe ich erstmal alles abgeschaltet, atme erstmal tief durch wahrscheinlich, gucke dann eben, dass ich Unterstützung finde. Wie ist denn dann so das weitere Vorgehen? Was passiert denn dann im Hintergrund? Ich meine, das eine ist ja dann eher das, was, vielleicht kriegen Sie das auch mit Stichwort Strafverfolgung und wo sind die bösen Buben? Ob das in der heutigen vernetzten globalen Welt so hilfreich ist, das eine. Aber jetzt mal geht es erstmal darum, ich will ja meinen Betrieb wieder ans Laufen bekommen, an meine Daten rankommen. Wie ist denn da so ein klassisches Vorgehen? Kommen Sie vorbei, nisten sich dann bei mir in der Firma ein, bringe ich meinen Rechner zu Ihnen? Wie sind so die üblichen Vorgehensweisen bei solchen Vorfällen? Die übliche Vorgehensweise ist, dass das Unternehmen die Server vorbeibringt und wir bauen die Festplatten aus. Wir fahren hier keine Server mehr hoch. Wir bauen die Festplatten aus und greifen direkt auf die Daten zu, ohne dass da irgendein System gebootet wird, wo potenziell weiter Dinge verschlüsselt oder zerstört werden. Und machen eine Sicherheitskopie der Daten und arbeiten dann mit dieser Sicherheitskopie. Das heißt, wir manipulieren. Das ist ganz wichtig, dass man das Originalumfeld nicht manipuliert. Und ganz oft wird eben verschlimmbessert, indem man selber noch rumstochert und Dinge von einem Ort zum anderen kopiert. Und da war vielleicht noch was, was man hätte retten können, aber dann ist es überschrieben worden. Oder ich brauche eine Festplatte für irgendwas und dann das Backup ist eh verschlüsselt, können wir vergessen, also nutzen wir das. Aber man hätte vielleicht das Backup entschlüsseln können. Also runterfahren, nichts machen, Experten anrufen, beraten lassen, Situation einschätzen lassen, Strategie machen, bevor man einfach wild drauf los irgendwas macht. Und ich denke mal auch, das Ganze wird ja eh noch aufwendig und vermutlich auch nicht ganz günstig. Da kommt es auf eine Festplatte mehr oder weniger, die man vielleicht hat. Eigentlich nicht drauf an, aber wie das so ist. Und eigentlich passieren dann wahrscheinlich die spannendsten Sachen. Ja. Jetzt kenne ich ja so Datenrettung mehr so aus dem klassischen Bereich, dass man eben von der klackernden Festplatte, wo eben kein Lebenszeichen, also in der klassischen Form Lebenszeichen mehr zu hören. Also ja, man hört zwar noch Geräusche, aber nicht mehr das, was zu hören, das Klicken des Grauens, genau, über irgendwelche Speichermedien den Geist aufgeben. Das kenne ich ja schon länger, immer noch so, dass man im Reinraum was versucht, wieder zusammenzubasteln und irgendwie drauf zuzukommen, ja. Stelle ich mir so vor. Aber bei Ransomware ist mir relativ neu. Da sagt man ja häufig, ja, wenn das verschlüsselt ist, das ist halt heutzutage, die werben ja auch die Hacker, muss man dazu sagen, häufig damit, dass sie diese militärische so und so viel Bit-Verschlüsselung haben und ja. Lass dir ruhig Zeit mit bezahlen, wird immer teurer für dich, kann man eh nichts mehr machen. Ist das so? Ist das alles verschlüsselt oder was gibt es überhaupt für Ansätze, da wieder ranzukommen, außer eben zu bezahlen? Ja, ja, es gibt, es ist nicht ein Ansatz, wir haben ein ganzes Paket, einen ganzen Fächer an Möglichkeiten, da noch ranzukommen, ohne die Hacker zu zahlen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, da aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie wir das machen, was wir genau machen. Fakt ist, und das wissen die Kunden, die bei uns waren, dass es eben möglich ist, auch von Ransomware verschlüsselte Dateien wiederherzustellen, ohne die Hacker zu zahlen. Nicht immer. Nein, aber das ist die Realität. Da wäre meine Frage, weil klar, es gibt auch solche und solche Situationen und so. Und manchmal muss man ja auch sagen, selbst die Hacker kriegen es ja zum Teil nicht mehr dechiffriert, selbst wenn sie den Key rausrücken, weil manchmal waren sie beim Verschlüsseln zu gründlich, in Anführungszeichen. Aber
Aber kann man so aus dem Bauch raus, klappt das so in 50% oder in jedem hundertsten Fall oder sieht schon ganz gut aus oder nur mal so fürs Bauchgefühl? Ja, ich würde heute sagen, irgendwas bei 50-40%, das ist die ehrliche Antwort. Ja. Wir waren mal bei 80%. Mhm. Also vielleicht waren wir sogar mal bei 90%. Mhm. Aber die Hacker haben nachgerüstet. Klar, das ist Hase, Igel und immerhin. Genau, es ist ein Wettkampf. Mhm. Aber es ist immer noch die beste, also nach dem Hacker ist es immer noch die beste Möglichkeit. Ne? Aber das große Problem ist ja, dass diese ganze Kriminalität natürlich verstärkt wird, je mehr Leute zahlen. Absolut. Na, weil die bewaffnen sich jetzt mit KI, ja, die ja. haben Kohle. Also ich habe heute noch eine Statistik gesehen, ich glaube 2023 sind Ransomware-Angriffe in Deutschland 49% gestiegen. Und das ist halt jedes Jahr, Jahr um Jahr, ne? Es wird immer mehr. Und die haben, und es zahlen halt doch noch richtig viele Unternehmen. Ja. Und die haben Zeit, die haben Know-how und jetzt haben sie auch noch Geld, um das automatisiert laufen zu lassen. Je nachdem, welchen Zahlen man da glaubt, wird mittlerweile eben mit Cyberkriminalität mehr Umsatz als mit dem Drogenhandel inzwischen gemacht. Und es ist natürlich deutlich komfortabler aus dem Homeoffice sozusagen, global gesehen, gemütlich irgendwo Firmen zu hacken. Mittlerweile auch ein richtiges Dienstleistungsgewerbe ja geworden, wo ich für entsprechende Services entsprechend auch die Partner im Darknet oder wo auch immer finde. Also von daher ist das schon eben eine Sache, wie Sie sagen, Hase-Igel-Spielchen, wo man halt gucken muss, dann hat man wieder eine technologische wahrscheinlich Idee oder ein Kniff oder Technik im Hintergrund, um da eben was gegenzuwirken. Aber ich finde es ja spannend, dass man überhaupt da auch mal auch über die Schiene rankommen kann. Sie sagten gerade schon, Backup ist natürlich da schon die deutlich wahrscheinlich bessere Lösung, bevor man hinterher verzweifelt irgendwie versucht, irgendwie noch Geld doch nicht zu zahlen oder doch oder mit dem Dienstleister. Also ja. Fangen wir vielleicht nochmal vorne an, damit es vielleicht gar nicht so weit kommt und ich bei Ihnen vorbeikommen muss. Welche Ansätze gibt es denn überhaupt, um eben da vorzubeugen? Was sind denn, wo Sie im Nachgang denken, so hättest du mal das und das gemacht? Wie schütze ich mich denn da? Ja, ja. Schützen ist eine ganz, ganz spannende Sache. Also erstmal vor dem Angriff schützen ist ja ein Punkt. Und da gibt es ja auch eine Riesenpalette an Angeboten, an Dienstleistern, Hardware, Software. Aber ich glaube, die meisten, da fängt es ja bei ganz einfachen Sachen an, ne? Wenn es um eine vernünftige Passwortrichtlinie im Unternehmen geht, ne? Wenn es darum geht, dass Zwei-Faktor-Autorisierung eingesetzt wird. Das sind für mich so die Quick Wins, die aber auch in großen Unternehmen einfach manchmal... Keine Selbstverständlichkeit. Genau, keine Selbstverständlichkeit. Und das ist ja, also ein längeres Passwort reinzubauen und das regelmäßig zu ändern und ein 2FA zu aktivieren, das ist kein Kostenfaktor. Das ist, das ist nervig. Ich glaube, die Bequemlichkeit und der kleine Schweinehund sind wie... immer im Leben, auch an der Stelle, glaube ich, nicht hilfreich, was die Sicherheit angeht. Ja, es ist immer ein Abwägen zwischen Benutzerfreundlichkeit, User Experience, ne, und Cyber Security. So. Ich glaube auch, was ich immer wieder mitbekomme, auch so die Frage, muss denn jeder mit jederzeit jedem seinem Account überall reinkommen. Gut, normale User werden natürlich häufig da irgendwie reguliert. Ich höre immer nur, ich weiß nicht, ob Sie es bestätigen können, dass der ein oder andere Chef natürlich meint, genau wie er in seiner Firma gerne jeden Raum betreten möchte, möchte auch virtuell sozusagen überall im Netzwerk auf alle Sachen drauf können. Auch Admins, machen wir uns nicht frei davon, sind natürlich schon, dass da vielleicht auch nur ein Account für alle Bereiche da ist. Also ich glaube, dieses Rechte ist, glaube ich, nicht unwichtig, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, das hieße also, bevor es überhaupt mal zum Schadensfall kommt, die IT-Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt gar nicht so neu und überraschend sein sollten, aber in der Praxis immer noch sind. Gut, dann eben Mitarbeitersensibilisierung, Stichwort anklicken, ist wahrscheinlich auch so ein Thema. Mitarbeiterschulung, Awareness Training ist auf jeden Fall
ein großer Punkt auch. Ja. So gut, damit versuche ich ja erstmal zu vermeiden, dass jemand bei mir reinkommt oder eben durch die rechte Beschränkung, wenn er drin ist, sich nicht frei austoben kann, sondern so ein paar Zwischentüren vielleicht zumindest zugeschlossen sind, um ein Bild also zu bleiben. Das Bild ist ja wirklich, kein System ist unhackbar. Mit genug Zeit, ja, kommt man eigentlich überall rein. Und dann zu schauen, es liegt ja in der Natur des Menschen, dass wir immer den Weg des geringsten Widerstands suchen. Das heißt, wir bauen so viel Widerstand auf, dass die Hacker sagen, ach komm, das lohnt sich hier nicht oder das ist uns zu mühselig. Weil reinkommen am Ende, es gibt immer irgendwie einen Weg. Da können wir jetzt noch weit ausschweifen. Dann ist die Frage, ob man ein Security Operation Center braucht, ein SOC, was alles überwacht. Weil ich kann, ich liebe die Metapher, du hast also deine Burg, dein Unternehmen und da hast du ein Tor und du hast einen Burggraben und du hast eine Mauer und obendrauf hast du noch irgendwie elektrischen Draht und so weiter. Du hast einen Hund. Das ist alles die Sicherheitsmaßnahmen, das große Paket aus Antivirus und Firewall und ne? Aber dann kommt der immer jemand ans Tor und schaut, wann Wachwechsel ist und oh, da ist ein Hund und der kommt immer ans Tor. Aber es gibt keine Sicherheitskamera, es gibt keine Überwachung, also weiß ich gar nicht, dass der immer da ist. Und irgendwann merkt er, wie die Abläufe sind, irgendwann kriegt er raus, wie der den elektrischen Draht ausmacht und wann der Hund isst und wie der da reinkommt. Wenn ich den nicht sehe, dann bin ich dem ausgeliefert. Irgendwann kommt er rein. Aber wenn ich ihn sehe, schon wieder ein paar Tage an der Tür steht und guckt, wie das hier funktioniert, kann ich den blockieren und kann ich den rausschmeißen. Das heißt, diese zusätzliche Überwachungsebene, die natürlich mit Kosten dann verbunden ist, ist aber nochmal eine ganz andere zusätzliche Ebene an Sicherheit. Es gibt Unternehmen, da sind Monate. Teilweise, heute war auch wieder ein Artikel, dass in der US-Infrastruktur seit 5 Jahren chinesische Hacker drin waren, die ganze Zeit nur geguckt haben, die haben nichts gemacht, die haben geguckt, die hätten machen können. So, wenn ich nicht überwache, merke ich das gar nicht. Ich glaube auch dieses Sensibilisieren einerseits durch technische Überwachung, ich glaube aber auch für den Faktor Mensch an der Stelle wieder, weil kenne ich auch durchaus Fälle, wo dann eben auch da für eben diesen CEO-Fraud, diesen Chefbetrug, wo ich ja auch versuche eben mit psychologischen Tricks eher an mein Ziel zu kommen und nicht durch technische Maßnahmen, dass da Firmen eben durchaus auch lange ausspioniert wurden, wo Fakten über gewisse Mitarbeiter gesammelt wurden, ach der ist da auf Dienstreise, der nächste kriegt dann die Info, ach der Herr sowieso ist ja da auf Dienstreise, trifft er wieder den Herrn Meier, ach nee, den Herrn Müller und dann beim nächsten ist so, der Herr Müller ist ja da im Gespräch mit meinem und so, dass da die Geschichten aufgebaut werden. Ja. Und das hilft natürlich auch, die Mitarbeiter zum Beispiel dafür zu sensibilisieren, auf solche Auskundschaftungen da irgendwie zu reagieren oder wie Sie sagen, durch technische Maßnahmen im digitalen Umfeld genau das Gleiche zu gewährleisten, dass man eben merkt, ist da einer sehr interessiert an meine Abläufe, an mein System. Ja. Ich glaube, das ist natürlich dann auch immer die Frage, wie attraktiv ich als Ziel bin, wie viel Aufwand jemand treibt. Ist ja auch diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich glaube, Hacker sind da auch sehr gewinnorientiert und sagen, bevor die sich monatelang bei mir auf die Lauer legen, nur damit sie am Ende irgendwie für mich als kleinen Händler, keine Ahnung, was einmal die Bestellliste abgreifen können, weniger spannend, als wenn ich so das Coca-Cola-Rezept irgendwo aufbewahre und große deutsche Ingenieurskunst habe, die auch wirklich was wert ist auf dem Weltmarkt. Ich glaube, so wie viel Nutzen hat ein Hacker und wie viel Aufwand treibt er und wie stark muss ich dann meine Bastion ausrüsten? Ja, ne? Das loten die aus. Also es gibt dann die einen, die sagen, wir holen uns ganz viele kleine Fische automatisiert. Mhm. Ja, da gab es mal Synology, eine QNAP, eine Schwachstelle, die wurde gnadenlos ausgenutzt, einfach weltweit, ja, gestreut. Da kommen schon ein paar Fische mit ins Netz bei so einer Aktion. Dann hat man, ob man einmal ein Unternehmen hat, das 1 Million zahlt oder 1000, die 1000 zahlen. Und die haben das komplett, also Deadbolt, komplett automatisiert laufen lassen. Das war für die einmal konfigurieren und dann war das ein Selbstläufer. Ne? Ja, also daher schon aufgrund der eigenen Sache mal schauen, wie sehr ich dann eben absichere. Nützt ja auch nichts, mein gesamtes Kapital in die Sicherungsmaßnahmen zu stecken. Da muss man ja schon gucken, dass auch da auf meiner eigenen Sicherheitsseite natürlich, es ja nicht heißt, dass man deswegen seine Türen nicht abschließt, auch im virtuellen, digitalen Raum. Gut, das heißt, ich beuge dann jetzt vor.
damit möglichst nicht passiert. So erste Boll-Ebene, kann man sagen. Dann so Backups sind so dann so der Sicherheitsgurt. Das ist ganz genau, genau. Vielleicht so der Fallschirm sogar. Oder wie auch immer. Und da ist eben das Problem, dass da dann ein Mentalitätswandel geschehen muss. Früher war das Backup dafür da, wenn man einen Userfehler gemacht hat, versehentlich was gelöscht oder irgendwas ist gecrashed, ich habe das Backup, oder es gab einen physischen Schaden, ich habe das Backup, aber das war immer miteinander vernetzt. Also auch einfach wieder Benutzerfreundlichkeit, ne? Ich kann das automatisch von einem Ort zum anderen backuppen. Aber die Gefahr durch Ransomware, durch Cyberangriffe, das muss offline sein. Ein Backup, das im selben Netz ist, das wo, wenn jemand von außen auf das Netz Zugriff hat, da dran kommt, das ist kein Backup. Es ist eine physische Datensicherung, also es ist keine Datensicherung im Sinne von Cyber Security. Das wird entweder gelöscht oder mitverschlüsselt und dann bringt es gar nichts. Ist für den Hacker in dem Fall, wenn er eh mal drin ist, ja quasi nur noch ein bisschen Rechenzeit mehr, dann verschlüssel ich das mit, aber am Ende des Tages kein Sicherheitsgewinn für mich selber. Ich glaube, was ja auch ein Faktor ist, ich glaube, dieses, zumindest sagt man's Bewusstsein bei vielen Unternehmen für Backup durchaus da ist, ob das immer so richtig dann von wegen Offline-Backup gemacht wird, ist das eine. Aber ich glaube auch dieses Zurückspielen, also wir haben jetzt auch eine Umfrage gemacht unter Unternehmen und die gute Nachricht, viele haben dieses Thema Back auf dem Radar. Wir haben dann diesmal auch mal nachgefragt, wie oft denn auch mal so ein Test gemacht wird, ob das anschließend auch noch funktioniert. Die Zahl war leider nicht ganz so hoch wie die Zahl des Backups, um mal freundlich zu sagen. Also ich glaube, kommt wahrscheinlich in der Praxis auch vor, dass so ein Backup da nicht das tut, was es soll, nämlich nachher funktionieren, selbst wenn es noch da ist, oder? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, auch ein Klassiker, dass das niemand prüft. Mhm. Also hier kommen auch nicht nur durch Ransomware, aber auch Unternehmer zu uns, egal warum es ausgefallen ist, und dann guckt man sich das Backup an. So ein ganz treuer Unternehmer, nicht großes Unternehmen, aber der hat immer seine externe Festplatte, die er dann jeden Tag auswechselt. Jeder hat einen Namen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und als dann alles gecrashed ist, ich gesagt, ja, ganz treu mache ich das doch Tag für Tag, stopfst du dich immer die Festplatten. Und dann, dann irgendwie 2005 aufgehört, weil die Festplatte war voll. Und jemand hat mal getestet, wird das immer angestöpselt und immer kam die Fehlermeldung ins Log, Festplatte ist voll, aber hat ja keiner mal auf die Logdatei oder auf die Festplatte geguckt. Hat also mehrere Jahre umsonst hin und her gestöpselt. Oder irgendwann wurde ein neues System eingeführt, neuer Bereich, neuer Server, der nicht in der Backup-Routine mit drin ist. Es wird immer Backup gemacht und das Backup lässt sich auch einspielen, aber der neue Server war nie dabei. Also auch da ab und zu mal testen und vielleicht auch mal wirklich gucken, ob alles noch mit eingesammelt wird an Daten, weil auch das ist, glaube ich, ja schon die Welt, in der wir leben, auch die digitale Welt der Unternehmen wird ja immer komplexer. Immer mehr Systeme kommen dazu und es ist ja nicht mehr alles, dass ich nur noch einen Server irgendwo stehen habe und den einen Server mit der einen Festplatte sicher, da habe ich hier einen Online-Dienst und da noch irgendwelche Rechner am Ort des Geschehens, in der Fabrikhalle, sonst wie, hier habe ich noch Service-Rechner, da, also ich glaube, diese komplexe Welt ist da auch nicht ganz einfach zu handeln, ja, auf so einer Landkarte. Ich dachte immer wieder, die Zukunft ist gruselig. Also wenn ich daran noch an IoT denke und alles ist vernetzt, also das sind so die Horrorszenarien für mich, wenn ich mir vorstelle, das funktioniert nicht so einfach, aber es gäbe einen zentralen Tesla-Server, wo man dann sagen könnte, jetzt fahren wir alle Teslas nach rechts. Oder jemand hackt sich in die Optimus-Roboter ein. Also es gab ja diesen Fall in Florida, wo in so eine Wasseraufbereitungsanlage gehackt wurde und das Ziel wäre gewesen, die Chemikalien so zu verändern, also ein gewisses Maß dieser Chemikalie hilft, damit das Wasser genießbar ist, aber zu viel ist giftig. So, und die Krankenhäuser wären überfüllt gewesen von Leuten, die Magenprobleme haben. Ja. Durch einen Hack. Also das ist nicht nur mehr virtuell und finanziell, sondern es gibt ja auch die potenzielle Gefahr von einem menschlichen, physischen, körperlichen Schaden. Absolut. Wie ein Krankenwagen, der auf dem Weg zum Krankenhaus war, das verschlüsselt wurde und woanders hinfahren musste und der Patient unterwegs verstorben ist. Der wäre vielleicht auch so verstorben, aber allein der Gedanke, ich bin auf dem Weg zum Krankenhaus und wegen einer Cyberattacke
da kann ich nicht behandelt werden. Ne? Das ist schon, ja, und das wird ja nicht weniger, wenn wir uns mehr vernetzen. Bei allen Vorteilen, und die will ja auch keiner mehr missen, muss man sicherlich das immer mehr auch berücksichtigen. Und ich glaube, dieses Thema, diese Sicherheit von Anfang an mitzudenken und eben auch gewisse Strukturen und vielleicht auch zu sagen, was passiert, wenn da mal eine Vernetzung nicht funktioniert, weil das Netzwerk nicht geht oder weil das Internet mal offline ist, soll es ja auch noch geben. Dann ist so ein Smart Home schöner, wenn ich noch einen Lichtschalter habe, sag ich mal, um das Licht noch anzukriegen, ist ja auch eine ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, da muss man wirklich auch für solche Szenarien denken, nicht nur unter Hacker-Aspekten, sondern eben auch Versorgungssicherheit und Ähnlichem, dass man da gut aufgestellt ist. Gut, also das heißt, ich habe dieses Backup, idealerweise funktioniert das auch wie es soll, habe es auch mal ausprobiert, okay, jetzt ist es trotzdem passiert, plups, wie angenommen, ich habe das Backup, ich meine, wenn gar nichts mehr geht, klar, dann sagt mir ja ganz am Anfang schon, komme ich dann zu den Experten und rede mit denen. Wenn das mit so einem Backup ist, gibt es denn da noch irgendwie einen Tipp? Gibt es das auch, dass dann halt beim Backup einspielen wieder was schief geht oder kriege ich das noch in der Regel hin oder gibt es da noch irgendwie Tipps, was man so im Falle... Ja, ganz wichtig ist, man muss nach einem Ransomware-Angriff alle Systeme neu aufsetzen. Wenn ich Daten aus dem Backup habe, dann spiele ich da nicht die virtuelle Maschine wieder einfach rein, weil ich weiß ja nicht, wie lange die Hacker schon da waren. Also das haben wir alles schon gesehen. Mhm. Wo ein Kunde gesagt hat, ja, sie hat sich erstmal informiert, ja, wir haben ja noch ein Backup, haben das Backup eingespielt und das war sofort wieder verschlüsselt, weil der Virus auch schon in der Backup-Kopie drin war. Das heißt, man braucht ein sicheres Ambiente, wo man diesmal die User-Daten oder die User-Generated-Daten sich rauszieht, sei es die Datenbank, sei es Word, Excel, PDF, Projektdateien, da ist ja kein Virus drin, im Regelfall, sondern die sind in dem Windows, in dem Linux, da sind die schadhaften Dateien drin gehabt. Das heißt, das muss alles neu installiert werden und dann installiere ich meine ERP-Software neu, mein Projektmanagement, was auch immer und importiere nur die Datenbank. So, das ist ganz wichtig. Ne? Und wirklich alles neu aufsetzen. Wir hatten auch einen Fall, war der IT, dem hat er keinen Bock mehr gehabt. Und den einen Server, der ist ja nicht so wichtig und nehmen wir einfach aus dem Backup, weil schnell. Und nach 2-3 Monaten waren die wieder verschlüsselt über den Server. Und ich glaube, das ist so... An der Stelle also nicht nachlässig werden oder ungeduldig, sondern da muss man dann halt durch, wenn man es halt nicht gründlich macht. Ja, das ist ja was oft dann auf Unverständnis trifft, wenn größere Organisationen oder auch Verbände oder so. Auch IHKs, ganz klar. Wir hatten auch unsere Erfahrungen. So, dass es eben länger dauert. Ja. Weil man kann, selbst wenn man ein Backup hat, kann man nicht einfach sagen, wir spielen jetzt das Backup ein. Nein. Weil dann hat man das gleich wieder. Man muss, es gibt ja einen Grund, warum was reingekommen ist. Und da muss man sich jetzt anders aufstellen und es direkt von Anfang an sicher aufziehen. Eben nicht schnell, weil das einem auf die Füße fällt. Ja, und das nützt ja nichts, wenn es dann in Kürze wieder passiert oder nicht weggeht. Haben wir leider erlebt. Ja, ja, ich kann ich mir gut vorstellen. Gut, also Backup, idealerweise habe ich eins, baue alles wieder solide auf, guck, dass ich überall die Schwachstellen, die potenziell drin sind, zuschweiße, nagel, verrammel und verriegel, was geht. Gut, und dann hoffe ich, dass alles wieder läuft. Das war das eine Szenario, ich habe das Backup. Dann anderes Szenario, ich habe keins. Vielleicht können Sie mir helfen, aber es gibt den einen oder anderen Fall, wo das auch nicht hilft. Ja, hilft dann wirklich noch bezahlen? Wie sind da so, haben Sie da so Erfahrungen? Hat das, also ich meine, dass das halt gesamtwirtschaftlich und halt von der politischen Seite und sonst wie und auch natürlich, je nachdem, wie man fragt, natürlich auch die Polizeibehörden raten davon ab, weil natürlich damit der Markt forciert wird. Aber jetzt mal ganz egoistisch betrachtet, in der Situation, wenn meine Firma gerade am Abgrund steht und ich mir überlege, okay, ist jetzt vielleicht nicht so der beste ja. Move für die gesamte Welt, aber in dem Fall geht es ja ein bisschen auch um mein Unternehmen. Aber wie sind denn da so die Aussichten? Haben Sie da Erfahrungen? Ich komme sofort auf die Erfahrung. Noch ein Wort dazu, ja. Egoistisch und Polizei rät nicht dazu. Also ich habe das tatsächlich schon erlebt. Ich habe mit einem LKA-Hauptkommissar gesprochen, der gesagt hat, natürlich dürfen Sie zahlen.
stellen Sie sich vor, jemand kidnappt Ihr Kind und erpresst Lösegeld, egal was er damit macht. Und wenn der damit danach irgendwie Terrorismus finanzieren will, Sie dürfen Lösegeld für Ihre Tochter zahlen. Und genauso ist das bei einem Unternehmer, der sich seit 30, 40 Jahren ein Unternehmen aufgebaut hat. Da hängen Existenzen auch von Mitarbeitern und so weiter dran. Natürlich dürfen Sie Lösegeld zahlen. So. Das kann Ihnen keiner verbieten. Das wird offiziell nahegelegt, aber je nachdem, mit wem man bei der Polizei spricht, haben wir da sehr viel Verständnis, bis hin, dass ich gesehen habe, dass Polizisten Verhandlungen führen für Unternehmen. Also, that's reality. Ich weiß nicht, ob der jetzt ist oder nicht, aber so ist das ist die Realität und es ist die nachvollziehbare Realität. Ja, und also angenommen, ich rück dann das Geld raus und wir einigen uns auf den Preis mit dem Hacker. Ich habe ja auch gehört, da sind auch Verhandlungen nicht unüblich, ob das dann immer, wie sind dann da so die Aussichten? Oder ich meine, auch bei Erpressung ist ja so die Frage, ist das Thema dann abgehakt anschließend oder ist das so eine Art Abo, dass sie sich immer wieder melden? Oder? Ja. Wahrscheinlich. Man kann natürlich nicht pauschal drauf antworten, weil es sind ja viele unterschiedliche Gruppierungen, die auch tatsächlich in ihrer Kriminalität unterschiedliche Ethiken nochmal verfolgen, wo die einen sagen, wir greifen alles an und die andere Gruppe sagt, Krankenhäuser und gewisse kritische Infrastruktur greifen wir nicht an, weil unser Ziel ist nur finanziell. So der Robin Hood Aspekt so. Ja, die kommen ja auch in den Nachrichten. Ja, ja. Wir haben jetzt herausgefunden, dass sie eine Sicherheitsschwachstelle haben und für unseren Service zahlen sie doch bitte. Danke. Also als wären sie Patenttester. Ja. Ja, ja. Es ist unfassbar, was da in deren Köpfen rumschwirrt und wie sie sich verhalten. Aber Tatsache ist, dass Zahlungen nicht immer, aber eben unter anderem schon zum Ziel führt. Es ist ja, wenn wir jetzt mal eine der bekanntesten Gruppen ist Lockbit 3.0 oder wenn wir jetzt hier den Fall vom SID nehmen, Akira Ransomware, das sind ja Franchise-Gruppen. Wirklich, das ist, du hast den Oberhacker, der das Tool und die Plattform herstellt, der hat das Tool zum Verschlüsseln, der hat vielleicht sogar noch Exploits, wie man reinkommt. Dann ist das Chat-Tool, die Bezahl, also alles ist da abgedeckt und ich bin der Mini, nee, bin ich nicht, also da gibt es den Mini-Hacker, ja, der kauft sich quasi da ein. Na, es gab mal bei Lockbit, da musste man einen Bitcoin mindestens zahlen, um überhaupt reinzukommen. Und dann gibt es da feste Regeln, wie viel? 70-30 oder 50-50? Wird dann aufgeteilt. Der kleine Hacker, der in das Unternehmen reinkommt, das durchführt, gibt dann die Hälfte oder 70% oder 30% an die Oberhacker ab. Also auch wirklich durchkapitalisiert in dem Bereich und mit den entsprechenden Strukturen. Ja, das ist gruselig. Es ist gruselig. Gut auch mit Designer. Also die machen sich mittlerweile Gedanken, ob das jetzt schön aussieht. Naja, ich habe dann auch nochmal mitbekommen, wenn man die entsprechenden Tools in den Darknet-Phonen oder Darknet-Shops sind es ja zum Teil auch mit Service-Garantie, wenn ich Kreditkartennummern kaufe, dass ich eine gewisse Garantie habe, dass ich so eine Zeit lang die benutzen kann und sonst kann ich die Hotline bei denen anrufen und kriege dann auch Ersatz. Also man denkt immer, das sind irgendwie nur so ein paar wilde Kiddies oder Hacker, die da irgendwo im dunklen Zimmer sitzen, aber das ist mittlerweile wirklich professionellst durchorganisiert, da muss man sich drüber im Klaren sein. Das war eben mit mehreren Leveln des Supports, also es ist unfassbar, dass wenn ein Hacker dann nicht sein Wort hält, kann man sich beim Superior Support melden und sagen, mal einer aus seiner Truppe hier hält nicht Wort. Das ist nicht gut für euer Image. Kriegst nur 3 Sterne schon, 5. Naja, das ist. Ja, dann sorgt ihr sogar vielleicht dafür, dass man es doch bekommt. Also es ist schon sehr erschreckend faszinierend irgendwo, sage ich jetzt mal. Also dann zeigt ja aber nur, bei aller Faszination, man muss das Thema auf jeden Fall ernst nehmen. Das ist schon großes Geld, das da bewegt wird. Und da sind natürlich wichtige, große Interessen bei denen, dass das Ganze halt aus ihrer Sicht gut läuft und für uns eben umso wichtiger, sich zu schützen oder entsprechend professionell dagegen zu halten, auch wenn das nicht ganz einfach ist.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Hacker, Cybercrime und Ransomware gesprochen. Jetzt gibt es ja vielleicht nur noch mal so der Vollständigkeit halber noch ein, zwei andere Gründe, warum auch Daten verloren gehen können. Auch da hilft ja Backup und wenn es nicht geht, ist das genauso problematisch. Ich denke mal so an Klassiker, wie gesagt, Hardware-Schäden, Benutzerfehler, es brennt, Wasserschaden, weil die Flut wieder durch Täler schwappt. Wie sieht es da so Ihrer Erfahrung aus? Also Backup und die ganzen Maßnahmen sind wahrscheinlich genauso zum Schutz für sowas gut oder wahrscheinlich lauern da auch genauso Fallstricke oder so, ja? Ja, jede Situation ist anders. Wenn ich im Keller meines Unternehmens die IT stehen habe und das Backup steht auch im selben Keller und dann kommt die Flut, wird Produktivsystem und Backup eben gleichzeitig überflutet. Also wirklich auch unter dem Aspekt lieber Sachen räumlich auch trennen und eben nicht alles im Gleichen. Das ist die Frage der Machbarkeit. Ja, aber gut. Aber klar, wenn ich im Flutgebiet bin, warum stelle ich mir das Server im Keller? Also wir haben Flutserver bekommen, der aus dem Sauerland im Keller. Warum steht das im Keller? Ja, weil IT muss, glaube ich, in den Keller oder so. Das ist irgendwie, ja, also kann nur sagen, auch wir hatten ja in Hagen eine Hochwassersituation vor ein paar Jährchen und waren eh auch bei uns in der IHK am Umbauen. Inzwischen sind unsere Server nicht mehr im Keller, sondern im ersten Stock. Also es ist zum Glück nichts reingelaufen bei uns, aber das war natürlich genauso eine Lektion, die wir auch gesehen haben. Aber es ist, glaube ich, in vielen Unternehmen noch so, dass irgendwie... Weiß nicht, es ist irgendwie IT und keine Ahnung, das ist historisch wahrscheinlich auch gewachsen. Ja, also sehr spannend. So, jetzt nochmal angenommen, ich komme da mit einer Festplatte oder eben so ein Problem zu Ihnen. Es wird natürlich eine Menge Aufwand auch sein, je nachdem, was man da machen muss. Und man kann nicht irgendwie alles über einen Kamm scheren, weil natürlich auch die Schadensfälle und die Probleme sehr unterschiedlich sind. Aber wie lange dauert denn so typischerweise so ein Fall? Oder wie ist so die Spannweite dazwischen? Kommen die meisten an und nach einer Stunde sind sie fertig, wie bei so einem iPhone-Reparaturshop? Oder muss ich eher mit Monaten rechnen? Und bei den Kosten, klar, auch da wird natürlich das aufwandsabhängig sehr unterschiedlich sein. Aber ist das so für 9,95 € vermute ich mal nicht dabei, aber kann ich anschließend lieber eine neue Firma gründen? Was ist? Können Sie mal irgendwie nur so ein Gefühl dafür geben? Ja, ich weiß, es ist bei solchen Fragen immer sehr schwierig, aber nur, dass man mal so ein Gefühl kriegt. Ja. Gehen wir mal von dem Klassiker klickernde, schrabbende Festplatte. Das wird wahrscheinlich zwischen ein paar Tagen und ein paar Wochen dauern, je nachdem, wie kaputt die ist und wie dringend das ist. Also wir können das hier 24/7 bearbeiten, das hat seinen Preis. Klar. Oder es kann erstmal in die Warteliste, in die Warteschleife gehen. Und wenn mal Luft ist. Und wir arbeiten das dann zu den 9-to-5 ab. So, das ist natürlich ein Unterschied. Klar. Und vom Kostenfaktor, so eine Festplatte, das liegt irgendwo zwischen 800 und 3000 Euro, je nachdem, was das für eine Festplatte und was das für ein Schaden ist. Was für mich als Studenten, der eine Hausarbeit darüber verliert, wahrscheinlich gar keine Frage ist, dass ich es eben nicht mache. Andererseits, wenn meine Firma alle wichtigen Bestelldaten, Kundenlisten und Rechnungen drauf sind, ist das, glaube ich, dann... ist immer auch da die Frage, wie wichtig und teuer sind einem die Daten. Genau, das ist für uns immer so, wir sehen den technischen Aufwand. Und auf der Kundenseite ist es immer, wie viel Wert steckt dahinter. Das können wir nicht definieren. Wir können sagen, was ist der technische Aufwand, was kostet es uns? Und für einen, die einen sagen, ja, 4000 Euro ist so ein Witz. Naja, klar. Sofort. Hier, Expressmodus. Und der andere sagt, geben Sie mir mal die Festplatte zurück. So. Dafür setze ich lieber nochmal einen Azubi hin, der das nochmal abtippt. Ganz und dann ist mir das die Sache nicht wert. Ich meine Mitarbeitern Überstunden, die scannen das alles nochmal ein aus der Buchhaltung. Und klar, wenn ich mit entsprechend komplexeren Sachen komme und mehr Platten, dann mache ich Faktor X wahrscheinlich einfach entsprechend dran, was natürlich bei größeren Herausforderungen entsprechend sich läppern kann. Also von daher sollte man vielleicht doch mal vorher den Aufwand treiben und sich drum kümmern, wie immer im Leben, statt hinterher die Scherben zusammenzukleben. Ja, und es bleibt ja nicht bei den Datenrettungskosten. Also wenn wir jetzt wieder zu Unternehmen geben, es geht um den Image-Schaden, es geht um Kunden, die man verliert. Also wir hatten mal einen Hosting-Center, der hat 2/3 der Kunden verloren. 2/3 der Kunden. Also das ist
die sind fast insolvenz gegangen. Die mussten Mitarbeiter entlassen, die mussten Hardware verkaufen, weil die so schnell nicht 2/3 des ganzen Hosting-Centers wieder auffüllen. Wahnsinn. Ausfallzeiten. Wir hatten einen Automobilzulieferer. Ja, es wird ja just in time geliefert. Es gibt ja keine Lager mehr. So, und da gibt es Verträge. Und wenn du nicht lieferst, die haben uns einen sehr hohen Preis bezahlt dafür, dass wir, das war auch eine Ransomware-Attacke, dass wir die Daten wiederhergestellt haben. Es waren noch hunderte virtuelle Maschinen. Aber ich glaube, die haben wesentlich mehr bezahlt durch Vertragsbruch und nicht liefern, als dass sie uns bezahlt haben. Also der Rattenschwanz ist ja viel höher. Und dann die neue Investition, weil dann spätestens dann fällt der Groschen, wir müssen jetzt hier Cyber Security. Es wird dann sowieso in Cyber Security investiert. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Kosten in Prävention günstiger sind als in Reaktion. Ja. So, zum Abschluss vielleicht noch ein Blick nach vorne in die Zukunft. Tut sich ja eine Menge und im Moment reden alle über KI und Big Data und Clouds und sonstige Geschichten. Wie schätzen Sie das so, die Zukunft Richtung IT-Sicherheit, Datenschutz ein? Einerseits, klar, so mit, ich kann sagen, so mit Cloud-Diensten, dann verteile ich meine Daten gut. Auf der anderen Seite kann das auch zum Problem werden. Wie ist so Ihr Bauchgefühl? Wie geht die Reise weiter? Kriegen Sie demnächst noch mehr Arbeit oder weniger? Oder? Also es gibt natürlich auch andere jetzt, die das die ähnlichen Service anbieten, aber die Nachfrage wird steigen, definitiv. Ja, die Zukunft ist etwas gruselig, wenn ich jetzt an dieses ganze Social Engineering auch denke, an Deepfakes. Jetzt gab es ein Mitarbeiter im Finanzbereich, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der war in einem Meeting über Zoom. Und alle Leute waren KI, Deepfake, Mitarbeiter, die er kannte, und der CEO, es war ein geheimes Treffen für eine geheime Überweisung. Und er hat 24 Millionen überwiesen an die Kriminellen, weil er fand das erst komisch, aber als er seine Kollegen gesehen hat, die alle auch nickten und ja und verstehe ich und klar, ist ja gut für alle, ja, meine Kollegen sind hier, der Chef ist da. Passt. Dann mache ich das halt. Ich bin Mitarbeiter, ich bin Ex, also ich führe ja nur aus. Ich befolge Befehle. So. Da muss man wieder neu Cyber Security denken. Wie können wir uns hier mit vielleicht versteckten Passphrasen als die echten identifizieren? Weil das Gesicht und die gleiche Stimme reicht nicht mehr aus. Zeigt auch da wieder Hase Igel. Wir kommen nicht zum Ziel, sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Umso wichtiger, dass man sich auf den Weg macht. Die grundlegenden Hausaufgaben werden bleiben, aber die weiteren Entwicklungen, denke ich, müssen wir alle im Blick behalten und gucken, dass wir uns dafür positionieren. Ja, und Cybersecurity ist Chefsache. Ja, ich glaube, das ist auch, da sprechen Sie vielen IT-Lern aus dem Herzen, die das halt versuchen, ihrem Chef auch beizubringen. Ja, das ist einer meiner Punkte, auf den ich mich bei LinkedIn positioniere, mit Cybersecurity als Chefsache. Das muss gerade in Deutschland und im Mittelstand eine neue Mentalität werden. Klasse. Ich denke, wichtiger Punkt zum Ende hin. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die vielen spannenden Einblicke in die Welt der IT-Sicherheit. Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Stimmen der Wirtschaft, Ihr SIHK-Podcast. Bis zum nächsten Mal.